Taugen die Maschinen von Sanremo was? Wir wollten es wissen, sind nach Italien gefahren, haben getestet. Schaut es euch an. Für uns ist interessant, unseren Kunden verschiedene Modelle anbieten zu können, in verschiedenen Preissegmenten, die dem jeweiligen Bedarf gerecht werden. Mit Sanremo sind wir schon länger in Gesprächen, überlegen, die Maschinen ins Programm aufzunehmen. Um aber zu wissen, ob die Geräte das auch halten, was sie versprechen, sind wir nach Italien gefahren, zu Sanremo, um die Maschinen intensiv durchzutesten. Einmal sensorisch, Kaffee mitgenommen von uns, den wir einfach sehr gut kennen, um zu schauen, wie kommt der Kaffee aus diesen Maschinen raus. Insbesondere die Coffee Racer hat uns sehr interessiert, weil sie in einem interessanten Preissegment ist, für unsere Kunden interessant ist als Maschine. Und was wir gemacht haben, sehen wir jetzt. Wir haben jetzt hier Tests reingezogen, alle Brühgruppen, immer Brühgruppe 1, 2 und 3, jeweils gezogen, haben die Zeiten gemessen, haben das Gewicht gemessen und was jetzt noch kommt ist, einmal den TDS-Wert zu nehmen. Dafür haben wir mehrere Refraktometer mitgebracht. TDS hilft uns zu sagen, wie viel Prozent der Inhaltsstoffe des Getränks sind Kaffee in dem Fall. Bei Wasser zeigt das Gerät 0 an und danach einen Wert, der möglichst identisch sein sollte über die Getränke hinweg. Wir können die nicht alle trinken, dann fallen wir hier noch um. Aber jetzt schauen wir erstmal, was die Ergebnisse sagen. Los geht's.
Wir sind fertig mit unserer. Au! You got it? I got it. Okay. Wir sind fertig mit unserer Testreihe. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Stresstest auf der Maschine durchgeführt, um zu schauen, wie sie unter einer hohen Last funktioniert. Wirklich mal simuliert, wenn im Alltag sehr, sehr viel passiert. Insbesondere drei Boilermaschinen haben manchmal Probleme, weil die von der Bauart so sind, dass eine Brühgruppe manchmal ein bisschen abweicht im Vergleich zu den anderen. Wir wollten einfach wissen, wie stabil sind die Sanremo-Maschinen, insbesondere die Coffee Racer, weil die vom Preissegment wirklich ein sehr attraktives Modell ist. Man sich wirklich überlegen muss eigentlich, ein bisschen mehr auszugeben und dann gleich in die Richtung zu gehen, anstatt sich was zu Kleines reinzustellen. Uns war wichtig zu sehen, ist es eine stabile Maschine, kann man mit der sauber arbeiten. Einmal die Temperaturstabilität, das was rauskommt. Um das Ganze zu machen, haben wir im Vorfeld die Maschine durchgemessen, jede einzelne Brühgruppe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt richtig, das nennt man ein SCASE Device. Damit kann ich den Druck messen an jeder Brühgruppe und ich kann die Temperatur messen. Das haben wir gemacht, haben geschaut, ist exakt das, was auf dem Display angezeigt wird, kommt auch raus. Minimale Schwankungen 0,1, 0,2, die normal sind. Parallel dazu haben wir gemessen eben das Gewicht der Getränke. Refraktometer haben wir die ganzen Getränke gemessen, die danach da waren. Wir sind zurück aus Italien, sind begeistert von den Produkten von Sanremo, von der Unternehmensphilosophie, wie da zusammengearbeitet wird. Die Produkte haben uns sehr überzeugt. Wir werden die auf jeden Fall ins Programm mit aufnehmen, in Kürze auch auf unserer Webseite alles entsprechend beschreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, können sagen, ganz tolles Team, innovative neue Ideen. Kommt bei uns vorbei, schaut euch die Maschinen selber an. Und überzeugt euch, wir erklären euch das Ganze gerne nochmal im Detail. Wir freuen uns drauf. Bis dann.